Was uns wahnsinnig gefreut hat, war die Weiterentwicklung in die digitale Abdrucknahme. Das ermöglicht uns jetzt einfach mit einer kleinen Kamera Aufnahmen zu machen vom Patienten, von der Situation dringend. Die Daten werden dann überstellt ins Zahntechniklabor. Da können wir dann ein Modell bearbeiten, ein digital erstelltes Modell. Wir können diese Daten bearbeiten, dann an einen Drucker schicken und dann druckt uns der Drucker ein Modell aus einem Kunststoff. Wir bekommen Datensätze, die wir digital bearbeiten. Wir machen die Planungen digital. Das kann man dem Patienten zukommen lassen. Man kann dem Patienten die Ästhetik schon vorher zeigen. Wir können Bilder einspielen. Wir können das konstruieren. Und dann können wir sogenannte Probegebisse auch fräsen, die wir dem Patienten einmal zur Einprobe geben. Das ist ein relativ geringer Aufwand für uns, wenn wir nachher mit denselben Daten auch die definitiven Arbeiten fertigen können. Und der Patient hat den Vorteil, dass er nach Hause gehen kann und kann sich das einmal in Ruhe anschauen. Wie das aussehen wird, kann es seinen Angehörigen zeigen. Und wenn es nicht passt, dann kann man das digital einfach umkonstruieren und kann es neu fertigen und kann dann in verschiedenen Varianten wirklich ästhetische, hochwertige Zahnersätze fertigen, die dem natürlichen Gebiss eigentlich in nichts nachstehen. Der Intraoralscanner, das ist sicher der Abschnitt in der digitalen Zahnheilkunde, der für Sie diese Digitalisierung am spürbarsten macht. Das sind zwei unterschiedliche Modelle, wie Sie hier sehen. Hier auf der rechten Seite ein Scanner, der in Graustufen scannt, da links ein Scanner, der auch in Farbe abdrückt. Und das hier, diese kleine Kamera, das ist eigentlich das Herzstück, mit dem tasten wir die Zahnoberflächen ab und erstellen eigentlich in Echtzeit dann diesen dreidimensionalen virtuellen Abdruck, der dann weitergeht ans Zahntechniklabor und in weiterer Folge dann an den 3D-Drucker und wir drucken dann die Modelle. Es wird in Zukunft möglich sein, Totalprothesen digital zu erstellen. Wir sind da als Beta-Tester und auch als Entwicklungspartner der Industrie tätig. Wir sind in der Lage, im Moment diese Wachsaufstellungen, die Herrschaften, die sowas schon mal gehabt haben, zu fräsen. Das wird komplett digital konstruiert. Dann werden diese Basen gefräst, Zähne eingebracht, den Patienten probiert und wenn dann diese Aufstellung erfolgreich war, dann können wir die Basen der Prothesen auch aus einem hochwertigen, industriell vorgefertigten PMMA fräsen und dem Patienten dann eingliedern und angedacht und in Zukunft mit Sicherheit möglich und das wird nicht lange dauern, wird, dass der Patient dann auch seinen Datensatz mitbekommt. Das heißt, er kriegt die Konstruktionsdaten der Prothese mit und hat dann die Möglichkeit, so eine Prothese sich auch selbst ausdrucken zu lassen. Wenn er zum Beispiel einen Unfall hat im Urlaub und die Prothese bricht, was mal öfter passiert, dann wird es die Möglichkeit geben, dass in einem Druckzentrum, das wird wohl in Flughafengebäuden oder ähnlichen Gebäuden untergebracht sein, sich in einem Zeitraum von in etwa 2 Stunden eine neue Prothese als provisorische Versorgung ausdrucken zu lassen. Das heißt, das ist schon ein sehr großer Komfortgewinn für einen Patienten. Das Gleiche gilt natürlich auch für Einzelkronen und Provisorien.